Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Bennett 1974 und wir sind immer noch bei Sims 2, Folge 2. So, ich will jetzt mal was zeigen. Gehen wir mal kurz in den Live-Modus. Ich zeige euch mal ein bisschen was. Ja, gut, sie macht's auch schon. Ihr seht, wahnsinnig viel haben wir hier nicht. Wer bist du denn? Moment. Zack. Halt, alles weg. Giese begrüßen. So, komm. So. Ja, das ist Natur. Schon mal noch nicht. Reden. Plaudern. Wir brauchen soziale Kontakte. Genau, hier. Ah, dann mal erzählst du die Geschichte über die neue Mikrowelle. Boah, ist die geil. So, Spieltipp: Verabredungen treffen. Deine Sims können sich jetzt verabreden. Wenn du einen Sim entdeckt hast, mit dem sich dein Sim gerne treffen möchte, klicke auf diesen Sim und wähle um ein Date bitten. Außerdem kann dein Sim einen anderen Sim telefonisch um eine Verabredung bitten. Wir haben aber kein Telefon, du weißt. Wähle anrufen, um ein Date zu bitten. Wähle den entsprechenden Sim, stößt deine Bitte auf offene Ohren, findet eine Verabredung sofort statt. Hast du Probleme, dich mit jemandem zu verabreden, kannst du eine Heiratsvermittlerin rufen. Durch blauen Telefon. Klicke dazu auf das Telefon, wähle anrufen, servicen, danach Heiratsvermittlerin. Sie wird dir umgehend ein Treffen vermitteln. Ihr könnt übrigens auch Kinder bestellen. Sag ich mir schon mal vorab. So. Plaudern. Komm, willst du Trinkgeld? Komm, gib mal. Gib mal 100. Muttchen hat's ja. Ja. Hallo, ich bin Herr Humble und ich bin gekommen, dir ein großartiges Geschenk und diese Kiste ein umwerfende und bezaubernde Sim-Wunder, die du mehr als verdient hast. Öffne sie schnell, ich habe gesagt, du sollst sie öffnen. Öffne sie gleich mal. Kann man einen Sinn machen? Abhängen. Ach, zusammen abhängen wahrscheinlich. Gut, machen wir gleich. Hallo, ich bin ein Mitglied des örtlichen Gartenvereins und dachte, ich komme mal vorbei, um dir etwas über unseren Verein zu erzählen. Wir kommen jederzeit gerne zu dir, um deinen Garten zu inspizieren und bewerten. Aber ich empfehle dir, ihn erst zu verschönern. Sieh dir dazu einmal die neue Gartenabteilung im Baumodus an. Vielleicht sollte ich erstmal einziehen. Ihr voll irre mir. Sag mal. Sommer haben wir. So. Ah, ich bin cool, ne? Herr Humble schenkt dir und deiner Familie einen neuen Computer. Vielleicht sind die Maschine und das dazugehörige Spiel ja ein gutes Omen. Der Computer wurde in deinem Inventar abgelegt. Okay. So. Ich werde gleich mal... Was ist denn? Nein. Komm, gehen wir auch mal begrüßen. Sind wir heute auf dem netten Trip. So. Na ja, komm, dann gehen wir jetzt erstmal kaufen. Das geht ja nicht, das Haus ist ja tierisch leer. So. Wir haben Geld wie Scheiße. So, was brauchen wir denn erstmal? Wir haben noch nicht mal ein Bett, fällt mir gerade auf, ne? Komm, jetzt erstmal ein Bett. Ach komm, das kostet die Welt. Wir können uns ja alles leisten. So. Sessel, ja, aber solange wir keinen Fernseher haben, erstmal uninteressant. Couch brauchen wir auch noch nicht, Bett haben wir. Schiebendes, was haben wir denn hier? Irgendwelche. Boah, geil, ich will Palmen. Die auch hier hinstellen? Ja, ich habe meine eigenen Palmen. Jeder sollte seine eigenen Palmen haben. So. Hopp. Oberflächen ist auch noch nicht so interessant. Dekoration. Ja, wenn wir die Partyabteilung machen. Spiegel brauchen wir. Weil vom Spiegel können wir uns ausgefein machen. So. Ja. So, den haben wir. Brauchen wir auch noch nicht. Teppich.
mal einen tollen Teppich. Komm. Komm, gibt's einen Teppich. Also vollkommen daneben. Oh, einen Schneemann kann ich mir kaufen. Wer will nicht einen Schneemann haben? Ist das Teleskop oder was ist das? Störrischer Hahn, naja, das ist so ein Ding. Was ist das? Die Tischtafelei, genau, da kann man nämlich Kunst lernen. Genau, was ist das? Ja, wir brauchen nicht einen Tempel. Große Ninja, kann ich mir das vor die Tür setzen? Komm. Jeder braucht mal so ein Tor. Also das ist Unsinn. So. Sanitäranlagen. Ort der Einkehr. Ort der Einkehr gefällt mir aber besser. So. So, jetzt überleg mal, wie war er jetzt nochmal hier? Damit kann man es kaputt machen, genau. So, was haben wir hier? Passt da noch eine Badewanne rein? Ja, komm. Haben wir hier total irgendeine Killerdusche. Als Waschbecken. Ja, natürlich. Mit dem Scheiß. Haben wir jetzt die Wand kaputt gemacht? Das wollte ich nicht unbedingt. Das ist ja geil. Okay, dann würde ich sagen, wir haben hier ein Problem. So, nee, brauchen wir erstmal nicht. So, dann müssen wir wahrscheinlich im Baummodus. Kann ich mich denn hier drehen? Also. Damals war alles noch anders. Da, jetzt machen wir mal eine Wand. So, hat er. So, haben wir wieder repariert. Geh weg. Geh weg. So, jetzt kann ich ihn wieder Kaufmodus und mir mal eben das Ding holen. So. Das ist Jacuzzis, ne? Ein Whirlpool. Ach komm, Whirlpool machen wir Open Air, den machen wir draußen. Ach nee, komm, wir machen erstmal. Komm, bevor wir irgendeine Scheiße machen, lass uns erstmal hier. Interessiert mich nicht, Türen, Fenster interessiert mich nicht. Garage. So. So ein Heliport natürlich. Darf ich das nicht bauen? Muss auf einer Wand oder zwischen. Platziert werden. Okay, und das ist dann halt. Ah, da kann ich was machen. Da kann ich was. Noch Backstein, Beton. Naja, komm, dann ist das schon okay. So. Haben wir.
So, dann Hobby. Herd haben wir einen, aber der gefällt mir überhaupt nicht. So, zack. Ja, wird da nicht reinpassen. Aber das wird da reinpassen. Na, komm, dreh dich. Was will ich denn drehen? Was darf ich denn nicht? Mann, wie viel will ich denn da hinpacken? Ja, packen in die Ecke. Kann ich da noch einen Kühlschrank vorpacken? So. Passt. Was haben wir da Schönes? Kaffeemaschine brauchen wir. Natürlich brauchen wir eine Kaffeemaschine. Mikrowelle braucht keiner. Wir kochen selber. Mikrowelle? Nein, nein, nein. Ja! Das brauchen wir. So. Nichts geht ohne guten Kaffee. So, was haben wir da Schönes? Waschmaschine. Oh, eine Spülmaschine ist auch nicht so verkehrt. Passt man hier gar nicht mehr hin. So. Kann man da reinbauen. Okay, dann mache ich das. So, was haben wir da noch so Schönes? Müssen wir ein bisschen gucken, nicht, dass hier die Folgen 20.000 Stunden zu lang werden. Mal ein bisschen Spielzeug. Was haben wir da? Einen eigenen Arcade. Geil! Geil! Eine Pinball-Maschine. Super! So, dann müssen wir uns mal eben, dann bauen wir uns mal ein Arbeitszimmer. Dann würde ich sagen, ist da eine schöne Gelegenheit, ein Arbeitszimmer zu bauen? Dann brauchen wir mal eben ein paar Sachen. Dann kommt immer was Geräumiges. Inseltheke, so. Zack, zack. So. Hobby? Ach nee, Hobby ist wieder was anderes. Stimmt, wir brauchen auch genau. Oh, wir brauchen ein Fitnessstudio. So, erstmal. Ach, der kann so hin. Dann würde ich sagen. Genau. So, dann brauchst du da gleich noch einen Stuhl. Den kriegst du auch gleich noch. Was haben wir da Schönes? Mal gucken, das brauchen wir nicht. Bruchstück ist auch okay. Na, das ist erstmal auch interessant. Aber na, das brauchen wir auch noch. Musikanlage. Ist schon mal jeden. Komm. Nein, gefällt mir nicht. Nein, wieso kann er denn nicht hin? Achso, weil er irgendwie schalten muss oder was? Egal, dann kommst du halt. Na komm, dreh dich. Aber ich will dich trotzdem irgendwo eine Station woanders haben. So. Okay. So, was haben wir denn noch so? Telefon brauchen wir. Brauchen definitiv ein Telefon. Eine Zeit brauchen wir nicht. Wir brauchen ein schnelles Telefon erstmal. So. Haben wir auch schon mal ein Telefon. PC brauchen wir sicherlich auch noch. Den finden wir auch noch. Ist wahrscheinlich bei Elektrogeräte. So, ist das? Also ja, nein, brauche ich nicht. Ja, Ofenmaschine brauchen wir auch erstmal nicht. Ist ja ganz putzig. Nix PC. Ist das bei Hobby?
lesen. Lesen brauchen wir definitiv. Wir müssen uns ja bilden. Na komm, dreh. So. Alter. So, danke. Wir müssen uns ja irgendwie bilden. Was ist das? Das ist das Teleskop. Damit kann man Aliens sehen. Wir brauchen so eine Power-Handelbank. Laufbandtrieben. Ach komm, das machen wir. Das machen wir draußen. Das interessiert uns in das Wetter. So, dann haben wir das alles. Das ist uninteressant. Da kann man was. Was kommt man damit noch machen? Den Unsinn. Ja, da konnte man irgendwie so einen Unsinn machen. Ich, da war irgendwie noch was ganz Tolles. Jo. Das haben wir. Das haben wir. Bis auf den PC haben wir jetzt alles. Aber gut, das ist okay. So, dann starte ich mal wieder in meinen Live-Modus. Was haben wir? Neue Wünsche? Wo bist du denn? Kann ich hier noch auf dich aufzoomen? Ich möchte gerne wieder reinzoomen. Ja. So, danke. So. Geh mal in die andere Richtung. Hallo. Hallo. So. Jetzt können wir jetzt schon mal Unsinn machen. Plaudern, abhängen. Ja, das ist nicht so spannend. Was hat sie denn? Oh, komm, kriegst nochmal einen Hunderter. Finde ich toll. Komm, Kassel, Mama. Komm. Das finde ich gut. Dann sag ich mal. Traumtänzer begrüßen. Babsi begrüßen. Gilbert begrüßen. Was kann ich da? Oh, Schatz graben? Insekten aufspüren? Nee, ist klar. Das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Sehen wir uns in Folge 3 wieder und wir haben noch gar nicht irgendwie großartig was geschafft. Das wird wahrscheinlich tierisch lange. Aber wir gucken mal, was da noch so alles geht. Bis dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.